Es war einmal in einem kleinen Studio. Tauge nichts und tu nicht gut. Der M94.5 Pen & Paper Podcast. Hallo, wir sind Tauge nichts und tu nicht gut, ein Pen & Paper Podcast von M94.5. Wir spielen Das Schwarze Auge, DSA, das ist der komplizierteste Pen-and-Paper-Modus, den es gibt, glaube ich. Wir sind sehr unfähig, das macht es manchmal sehr lustig, hoffentlich auch für euch. Neben mir sind meine vier SpielerInnen heute, ich bin der Spielleiter, ich bin Thomas, das ist Nathan, das ist Julius, Anna und Hauke. Julius und Nathan sind immer dabei, sie sind Tauge nichts und tu nicht gut, ihr könnt selber sagen, wer ist. Und Anna und Hauke sind unsere Gäste, die wir immer wieder dabei haben. Ja, wir haben heute nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob leider oder zum Glück für euch. Deshalb werden wir ein kurzes Abenteuer spielen, einen One-Shot. Aber vorher würden die vier noch ihre Charaktere vorstellen. Wer seid ihr in-game? Hallo, ich bin Grimmel Funk. Ich bin ein Ork. Ich habe sehr lange Zeit auf dem Land gelebt und habe Kirschbäume und Wassermelonen angebaut. Das war mein Hobby, nachdem ich aus der Stadt weggezogen bin, nachdem ich die Stadt erdrückt hat. Ich habe meine Kindheit in der Stadt verbracht, habe deswegen einige Straßenskills, habe aber sehr schlecht gewürfelt, deswegen sind die eigentlich nicht so gut. Und Bauer habe ich sehr große Fähigkeiten im Koch- und Küchenbereich. Ich koche gerne Marm, das ist eine Form von Marmelade in meiner Heimat. Ja, ich bin Flip, er heißt Funke mit Nachnamen. Man weiß nicht, warum wir ähnliche Nachnamen haben. Das lag an meiner Unkreativität. Genau. Flip ist ein Mensch, er ist absoluter Trottel. Es ist wirklich das Dümmste, was man irgendwie. Er spielt sich selbst. Ja. Werdet ihr noch feststellen. Absolut. Also der Typ ist total schlimm, er macht mich fertig. Flip ist ein kleiner Taschendieb, der aber er klaut so ein bisschen, er ist so der Robin Hood, der Vollidioten. Er will die Bourgeoisie brennen sehen, aber nicht für eine Agenda, sondern weil er es lustig findet. Genau, er ist ein cooler Typ, sympathisch, man kann sich gut anfreunden. Anna. Hi, ich spiele Vila Silvia und ich bin eine Halbelfin, die aber ein bisschen Probleme mit ihrer eigenen Herkunft hat, so internalisierte. Und ich bin auch Bardin, einfach weil ich abgehauen bin und deswegen ein bisschen lost durch die Weltgeschichte renne. Und ich habe auch sehr, sehr verwirrt die anderen Charaktere getroffen und auch sehr, sehr verwirrt sie wieder verloren. Deswegen frage ich mich, wie das jetzt ausgeht, dass wir uns alle wieder treffen hier. Ja, hi. Wir haben uns noch nicht getroffen und ihr auch noch nicht. Ich bin Sandro Ehrlich. Ich bin Au-Elf und einer der Vorfahren der Ehrlich Brothers. Das ist meine Geschichte. Deswegen kann ich auch ein bisschen zaubern, dachte ich. In den bisherigen Abenteuern hat das noch nicht funktioniert. Vielleicht in diesem One-Shot. Vielleicht habe ich in diesem One-Shot die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips endlich was zu schaffen. Und eigentlich bin ich, also ich war Konsul im Gödenland, aber da sind wir ja nicht mehr. Da sind wir weggegangen. Das heißt, ich bin ein Niemand. Ich bin ein Niemand, aber ich habe noch das Selbstvertrauen von jemand, der eigentlich was ist. Und mal gucken, wo ich in diesem Abenteuer lande, weil am Ende war es oft so, dass ich die Scheiße von den beiden da drüben ausbaden musste. Das halte ich für Mumpitz. Ja. Das muss jeder tun. Das ist gelogen. Und mal schauen, was in diesem Abenteuer passiert. Ja, wenn ihr nachhören wollt, wer recht hat von den dreien, das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Tauge nichts und tu nicht gut. Aber wir werden das heute so gestalten, dass ihr uns noch nicht kennen müsst, kein Vorwissen braucht. So, dann können wir auch starten. Und zwar wacht ihr alle auf oder kommt wieder zur Besinnung auf einem Marktplatz. Ihr liegt so am Rande des Marktplatzes. Die Sonne steht schon relativ hoch. Es wird so 11, 12 Uhr sein. Früher Mittag. Und ihr liegt da so am Boden und merkt, ihr seid bestohlen worden. Ihr seid ausgeraubt worden. Deswegen habe ich keine Klamotten an. Ja, das ist der Grund. Der andere Grund ist der, dass ich am Sonntag bestohlen wurde. Und ich mache Traumabewältigung immer im Podcast. Ich arbeite meine Lebensprobleme auf und deshalb möchte ich jetzt sehen, wie ihr mit dieser Situation umgeht. Ihr seid ausgeraubt worden, habt eure Sachen nicht mehr, habt auch viel von eurer Ausrüstung verloren. Und eure Aufgabe ist es, für die nächsten 45 Minuten wieder auf die Beine zu kommen, an Geld zu kommen, an was zu essen zu kommen, auf diesem Marktplatz. Ich beschreibe euch noch ein bisschen die Szenerie. Es ist so eine mittelgroße Stadt, viele Leute unterwegs. Mittlerweile, das Letzte, woran ihr euch erinnert, ist, ihr wart so im Morgengrauen unterwegs, da war es noch nicht voll und dann gab es einen Schlag auf den Kopf und einen kurzen Kampf, aber offenbar nicht siegreich wie immer.
bei euch. War eine gute Party, also. Pickpocketti! Und jetzt liegt, liegt ihr da so rum zwischen ein paar Obdachlosen und den Leuten, die zum Einkaufen gehen. Es sind Tempel da, es sind schickere Häuser da. Ja. Sind wir in Schwabing? ich würde mich mal gerne umschauen. Wer liegt denn alles um mich rundherum? Sind alle da von den... Es sind alle vier da, die jetzt hier sind. Ja, Vila liegt plötzlich bei euch. Ihr versteht auch nicht, warum das so ist. Hä? Wo kommst du her? Ihr wart ja eigentlich gar nicht mehr. Wo kommt ihr her? Nein, wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommen deine Eltern her? Darüber möchte ich nicht reden. Aber wo kommen sie wirklich her? Ich habe euch monatelang gesucht. Wir haben dich monatelang ignoriert. Hey Leute, hat jemand meinen Geldbeutel gesehen? Ich vermisse meinen. Ich hatte so einen Geldbeutel mit viel zu viel Quittungen drin. Der riesig, ich saß mal ein bisschen schief auf dem Stuhl, wisst ihr noch? Ja, stimmt, ja. Hat jemand den Geldbeutel gesehen? Also ich meine, also der ist weg. Also, komplett warte weg. Mal. Grimmel, warte mal, ich hast kann du dir den? Geld leihen, warte. Ist er unter deinem Helm? Ich habe auch kein Geld mehr. Mein Geldbeutel ist auch weg. Jetzt fängt es auch noch an zu schütten. Ja, ich bin echt dankbar für dieses Zelt, das komischerweise auch hier die hängt. Die Sonne versteckt sich hinter ein paar Wolken und es fängt an zu regnen. Haben wir jetzt extra als Atmo hier eingebaut, damit das authentisch gestaltet wird. was ist denn so um uns? Sind wir in der, erklär mal die Gasse. Wie schaut es hier aus? Wo? Ja. Hier in der Gasse, wo wir gerade sind. In der Gasse. Also wie gesagt, ihr liegt so am Rande des Marktplatzes, nicht da, wo viel los ist. Ja. Trotzdem, ein paar Leute kommen an euch vorbei, alle sehr geschäftig, aber ein paar Kinder spielen auch. Also so ein klassischer. Ich möchte bitte zu den Kindern. Ich gehe. Also Flip geht zu den Kindern. Flip, kannst du bitte nicht zu den Kindern gehen? Oh nein, Flip geht wieder zu den Kindern. Kannst du bitte nicht zu den Kindern gehen? Oh nein. Guten Tag. Ich bin hier gerade aufgewacht. Hallo. Hallo. Ich bin hier gerade aufgewacht. Willst du mitspielen? Nein, nein. Wir spielen Fußball. Ich möchte... Wisst ihr, wo bin ich hier? Ich verstehe dich nicht. Ich bin hier gerade aufgewacht und alle meine Sachen sind weg. Och, das ist ja doof. Dann hast du neue Sachen. Habt ihr irgendwas gesehen in der letzten Zeit? Nö, wir spielen hier erst seit ein paar Minuten. Willst du mitspielen? Wir spielen Fußball. Haben die einen Ball? Sie haben so eine zusammengeknüllte Kugel aus irgendwie Stofffetzen, Papier. Also keinen richtigen Fußball. Es sieht sehr ärmlich aus. Sie haben auch kaputte Kleidung. Ich möchte sie mit voller Wucht in den Marktplatz treten. Den Ball oder die Kinder? Den Ball. Ich gehe zu Bieler und sage so, pass auf, vielleicht passiert was. Okay, du versuchst gegen den Ball zu treten. Mach bitte mal eine Probe Richtung Marktplatz. Eine Probe auf Ballsport. Nein, das gibt's leider nicht. Auf Athletik, oder? Auf Messi. Eine Probe auf Messi. Auf Athletik, oder? Irgendwie. Würfel erstmal. Ja. Ich suche also mit voller Wucht, ich renne an. Es ist eine 17. Dreimal bitte. Oh, stimmt, dabei. Wir würfeln jetzt drei 20-seitige Würfel. Eine 16. Als Probe auf Geschicklichkeit. Und eine 4. Ja, die Proben dauern immer relativ lang. Ich nehme das Ergebnis vorweg. 17, 16, das reicht nicht. Du trittst leicht neben den Ball. Also du erwischst den Ball, aber nicht so vorne, wie du wolltest. Und schießt dem Kind gegen den Oberschenkel. Ha! Oh, hat schon wieder getan. Oh nein. Aua, warum? Du bist so gemein. Und es fängt so leicht. Ich will zu dem Kind rennen. Kleine Träne läuft so runter. Ich will das Kind trösten gehen. Ich schlage ein Rad in Richtung von dem Kind. Du schlägst ein Rad. Auch du machst eine Probe, bitte. Aufs Rad oder was? Ja, aufs Rad schlagen. Ich dachte, Nee, du hast dich zurückentwickelt. Okay. Dreimal? Ja, dreimal W20. Das ist eine 4, eine 10 und eine 19. Okay, du hast Erleichterungen, weil du das ja schon so oft gemacht hast. Es gelingt. Es ist kein wunderschönes Rad, aber... Du stürzt nicht und das Kind guckt überrascht, dass da plötzlich ein Ork in einer Menschenstadt ein Rad schlägt. Aber es ist auch irgendwie ulkig, es ist irgendwie süß. Das Geschlecht von dem Kind lesen? Also es sind drei Kinder, es sind zwei Jungs und ein Mädchen vermutlich. Okay, und wer wurde am Oberschenkel getroffen? Ein Junge. Hey Junge! Wie wäre deine Stimme beim Mädchen gewesen? Was denn? Hey Junge, es tut mir voll leid, das ist mein blöder Kumpel. Nimm ihm das bitte nicht übel. Hast du unser Geld gesehen? Nein. Weißt du, wie Geld aussieht?
Ja, wir brauchen Geld, wir haben Hunger. Ich auch. Kannst du mir ein Eis kaufen? Wir haben leider, glaube ich, gerade das gleiche Problem wie ihr. Also wir haben kein Geld. Das ist doof. Mein Papi hat Geld, aber nicht viel. Ist immer zu wenig. Dann ist dein Papi ein waschechter Arbeiter. Ja. Volle Soli. Heißt Karl Marx. Das ist ein ulkiger Name. Kenne ich nicht. Nee, noch nicht. Aber der wird was. Das sage ich dir. Also, aber Junge, jetzt fahr mal kurz Butter bei die Fische, Junge. Wir haben unser Geld verloren. Hast du in den letzten Stunden hier irgendwas Verdächtiges gesehen? Nee, wir spielen hier erst seit ein paar Minuten. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Das tut mir sehr leid. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich glaube, die spielen hier erst seit ein paar Minuten. Ja, das ist eine wichtige Info. Hey, reden die schon seit 10 Minuten mit einem kleinen Jungen? Das ist ein intensives Gespräch mit einem Kind, was ich generell sehr schwierig finde. Sollen wir da einschreiten? Ja, nee, lass die mal machen. Das letzte Junge, magst du mitkommen? Zu euch, was macht ihr? Das letzte, was wir mitgekriegt haben, ist, dass wir einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt haben und weggekippt sind. Ihr habt auch ein bisschen Kopfschmerzen noch, okay. Also geht's nicht so gut. Okay, ich guck rüber zu Vila. Siehst du hier irgendjemanden Baseball spielen? Weil das ist am ehesten das, was wir abgekriegt haben. Das ich mich erinnere, war eine sehr komische Karriere als Bartenderin. Ja. Deswegen habe ich auch dieses Outfit an. Okay. Und einen sehr wütenden, Typen, der sauer war, weil er kein Bier mehr bekommen hat, weil ich ihn arschig fand. Okay. Wie spät ist es gerade? Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass es der Typ war. Also die Sonne ist ziemlich am Maximum, ihr werft kaum einen Schatten, also ziemlich mittags rum. Okay. Ich guck mich mal um, sehe ich irgendjemanden, der wegläuft oder wegrennt oder so? Oder sehr große Hände hat, mit denen man 4 Portemonnaies tragen könnte? Nee, überraschenderweise siehst du mehrere Stunden, nachdem ihr überfallen wurdet, nicht mehr irgendjemand weglaufen. Das ist so süß, dass du denkst, ich hätte ein Portemonnaie gehabt. Mir wurde gar nichts geklaut, sogar mein Dolch ist da, weil sie Mitleid hatten. Ah, okay. Das kannst du gar nicht bestimmen. Warte, ich verstehe gerade gar nichts. Was ist passiert? Gibt es irgendwo auf diesem Marktplatz jemanden, der so ansatzweise aussieht, als ob er da ein bisschen länger ist? Vielleicht kein Zuhause hat. Es liegen da so ein paar Obdachlose um euch rum tatsächlich, eingewickelt in Decken. Also die könnten schon da gewesen sein. Okay, ich gehe mal rüber zu einem Obdachlosen. Ja. Wie sieht der aus? Sehr heruntergekommen. Also auch wie heruntergekommen? Auch relativ kränklich. 1-10. Tatsächlich. 7,5 heruntergekommen. Okay. Oh, das ist also du hast schon Mitleid, obwohl du vorhin überfallen worden bist, hast du Mitleid. Übrigens, 7,5 runtergekommen ist in Berlin immer noch okay. So kommen wir noch ins Bergheim. Ja. Wie geht's weiter? Ich gehe rüber und sag so, hey, armer Mann. Wie lange sitzt du schon hier? Oder liegst du hier? Reicht mir. Hast du was gesehen, wie irgendjemand mit ein bisschen zu viel Aggression einen 2,5 Meter großen Auelfen, also mich, niederschlagen wollte? Also, ich habe vorhin gesehen, da war so eine Rauferei. Und dann lag ihr da. Okay. Habe ich euch mal liegen lassen. Ich nehme ihn so ganz nah an meinen Kopf und sag so, hör auf zu rauchen. Deine Stimme ist viel zu schlimm. Ich lasse ihn wieder los und sag so, okay. Diese verdammte Kälte. Das verstehe ich voll. Kalt ist es auch noch hier. Ja, heute nicht, aber so. Im Winter. Ja. Mach du mal einen Winter auf der Straße. Winter auf der Straße. So. Ich habe einen Pelz. Und wo ist der Typ hingerannt, hingelaufen? Das war nicht nur einer. Es war so eine Gruppe. Eine Bande? 3, 4. Ja. War es eine Bande? Ja. Eine Bande? Die sind da weg. Eine Bande, die alle dasselbe Outfit an? Nee, es war keine Boyband. Ja. Ich hätte gesagt Basketballmannschaft. Hatten die Shirts an oder waren die langärmlich oder kurzärmlich? Was war das für eine Truppe? Das waren so Leute in Lederrüstung. Irgendwie. Flip. Flip geht dazu, Flip kommt dazu, die Kinder sind in Richard. Ich würde gerne meine Hand in Flips Gesicht legen und sie so leicht wegdrücken. Nicht aggressiv, sondern so bitte, das ist gerade ein Ding zwischen mir und dem Obdachlosen. Ja, du machst das? Ja. Ich rutsche leicht ab, kriegst deinen Hals und drück so ein bisschen zu am Hals. Ich find's. Flip, was machst du? Er drückt mich weg. Ja, aber entschuldigen Sie. 2,5 Meter, ich will's nochmal gesagt haben. Feiner Herr, wo wäre denn die nächste Bank? Oh, guter Tipp. Ich lass los. Guter Tipp. Gute Frage. Was? Bank. Bank. Was für eine Bank? Eine Bank. Keine Sitzbank. Eine Bank, Geld abheben, Geld geben, Geld steuern. Klassenverräter.
Aktien. Sehe ich so aus, als wüsste ich, wo die nächste Bank ist? Aber da ist doch immer warm. Die lassen einen nicht rein. Schiebetüren, ne? Autoschiebetüren, schwierig. Flip geht zurück zu den Kindern und fragt eins von den Kindern: Feiner Herr, wo ist denn die nächste Bank? Da ist eine Bank zum Sitzen. Geldbank. Bist du müde? Geldbank. Was ist eine Geldbank? Aktienbank. Sparkasse. Spar was? Western Union. Wovon sprichst du? Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich bin doch beim Obdachlosen, oder? Ja. Ich rede weiter mit ihm. Okay, das heißt, es haben uns mehrere Leute überfallen. Du hast nicht ganz genau gesehen, wo die hinlaufen. Kanntest du einen von denen irgendwie ein bisschen? Ach, hier sind öfter mal Überfälle, aber ich habe nicht so genau hingeguckt. Ist ja auch ein bisschen entertaining, ne? So ein Überfall ist für so, ja. Gerade wenn den ganzen Tag nichts passiert, ist das schon spannend, ne? Ja. Kann ich was auf Perception würfeln? Auf was? Perception. Wie heißt das auf Deutsch? Wahrnehmung. Wir spielen nicht mehr D&D, gell? Ja, aber du kannst ja auf Gucken würfeln. Kann ich, es hat noch keiner gewürfelt. Ich finde, es ist Zeit fürs Würfeln. Sinnesschärfe, das ist unser Tool. Sinnesschärfe. Ja, würfel auf 3W20, aber was ist dein Ziel? Um zu merken, ob hier irgendwie Spuren sind. Sind hier keine? Ja, dann mach die Probe. Ich würde währenddessen so ein bisschen Smalltalk mit dem Obdachlosen weitermachen, ne? Dass ich mit dem... Machen wir gleich. Machen 17. Nö, nicht. Ja. Also nur so. 5. 14. Es gelingt leider nicht, aber du bist ja relativ sicher, dass da nicht viel zu sehen ist. Also es war ein trockener Boden, es war ein Marktplatz, Pflastersteine, dazwischen Kies, also was soll da sein? Ich wollte einfach nur, dass nicht alle 45 Minuten vorbeigehen und das wäre würfelt, weil das wäre nicht geekig genug. Grimmel, pass auf, ich habe eine Idee. Ja. Okay, so, wir hatten ja nicht viel. Ja. Ergo ist es eigentlich egal, ob wir es zurückbekommen oder nicht. Wir können einfach von vorne... Was? Ja, aber es geht auch ein bisschen um die Ehre. Ja, Ehre. Dies, das. Da hinten ist ein Fischverkäufer. Ja. Wollen wir fragen, ob der einen Job für uns hat? Ich bin ausgebildeter Landwirt. Ja. Flip und Grimme gehen zum Fischstand, der da ist. Ihr geht zum Fischstand. Steht da und er fragt, wo darf's noch sein? Ja, deine Mutter darf sein. Ich habe gute Forellen-Hobby. Der Barsch ist auch ganz okay. Deine Mutter ist Barsch. Hey, was ist los mit dir? Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Wir sind offenbar in Otto Brunn. Momentan arbeitstechnisch. Schwierig gerade bei uns. Momentan Arbeitskräfte finden. Ich habe gehört, kritisch. Hier, ja? Wir zwei. Wir sind, also ich bin ausgebildeter Landwirt. Ich, Fischer. Auch. Also, ausgebildeter Fischer. Ja. Bezahlen kann ich euch jetzt nichts. Ja, also. Warum bist du auf einmal Bayer? Ein bisschen Fisch kennt's haben. Wenn es mit den Talk hilft. Also, es gibt, wir haben ja hier auch einen Mindestlohn. Ja? Mindestlohn. Ja, ja, da kann ich euch nicht helfen. Ja, dann, also für ein bisschen Fisch. Ich mache 2 Minuten Fischschicht, dafür kriege ich einen Fisch. Ah, na. Ja. Das ist nix. Stunde. 2 Stunden. 2 Stunden. Und dafür kriege ich ein gutes Abendessen, eine gute Bouillabaisse. Das können wir machen. Was ist eine Bouillabaisse? Fischsuppe. Es ist wie Gumbo. Komisch. Bitte? Es ist wie Gumbo. Ja gut, ich Flip geht. Eintopf. Flip geht hinter den Tresen und stellt sich dahinter. Fisch! Wir haben Fisch! Guten schönen Tag! Schuppenguffy War Flashbacks. Er klingt wie ein Mainzelmännchen. Fisch! Freien Lachs! Fisch! Das hat er doch alles gar nicht. Was ist Lachs? Was ist Lachs? Ja. Ich kenne nur Schuppenkopie. Okay, was macht der Rest? Also ich finde es gut, dass er jetzt zeigt, was sagt, die 2 Stunden von der Stunde. Du bist einfach weg. Das ist sehr gut. Er ist jetzt aus dem Spiel. Du kannst ins Publikum dich hinsetzen. Okay. Du bist raus. Da vorne ist noch ein schöner Platz frei. Okay, ich bin noch beim Obdachlosen. Ja. Ich sage ihm, danke dir für das gute Gespräch und dass du für diese wichtigen Infos kein Geld haben wolltest. Und gebe ihm die Hand. Hat er noch Hände? Ja, er gibt dir die Hand. Er gibt mir die Hand, seine eigene? Ja, seine eigene. Okay, ich schüttel sie. Bisschen zu fest, um zu gucken, ob er noch Kraft hat. Ah, hat er nicht? Dann ziehe ich ihn so ein bisschen zu mir rüber. Wie leicht kann ich ihn anheben? Wie viel wiegt er? Er stolpert leicht. Ja, also es sind so 60, 65 Kilo. Das merke ich. Also ich bin auf jeden Fall stärker als er.
Ja, du bist 2,5 Meter. Also ich guck mir sein Zuhause an. Hat er irgendwas Spannendes? Also er hat da so ein Pappkarton und da hat er warme Sachen drin. Umzugskarton oder so ein... Ja, so in der Art Amazon. Ein Hauskarton. Ja, okay. Er hat was Großes bestellt. Ja. Ein Pony. Er hat einen Pony auf Amazon bestellt. Zum selber zusammenbauen, finde ich gut. Ja. Und ein bisschen Essen hat er so da. Du hast sehr Hunger tatsächlich. Was hat er? Ja, so Brot, älteres Brot, leicht schimmligen Käse. Ja. Und so ein bisschen Wasser in so einem... Okay, also ich nehme ihn und sage ihm, pass auf, da wo ich herkomme, da heben wir uns gegenseitig auf die Schulter, um uns Danke zu sagen. Und ich nehme ihn und ich schmeiße ihn so auf meine Schulter. Wo kommst du her? Aus dem Gödenland. Ah. Da war ich Konsul. Nicht wichtig für die Story, aber ich sag's gerne. Er glaubt's mir? Ist alles cool bisher? Ja, ja. Ich ziehe ihn rauf, schmeiße ihn auf meine Schulter und nehme das Brot. Mach eine Probe auf Körperkraft. Das habe ich absolut nicht. W20? Ein W20, ja. Darf ich die Zahl ansagen? 20! Du hast okay, also man würfelt von 1 bis 20. 1 ist das Beste, 20 das Schlechteste. 20 heißt, man hat die Probe total verkackt. Und das hat er jetzt. Das heißt, du versuchst, ihn über die Schulter zu werfen und fällst dann mit ihm zusammen um, weil du so in Rückenlage bist. Hast dich selbst überschätzt. Fällst hin auf den Rücken. Richtiger Hexenschuss. Du verlierst 2 Lebenspunkte und hast so ein geprelltes Steißbein. Hexenschuss bei uns in der Familie, ganz was anderes. Was ist, wenn eine Hexe dich erschießt? Fila, kannst du das Brot klauen? Kannst du das Brot klauen? Hey, Homie, ist okay, wenn ich ein bisschen Brot... Ja, okay. Ja, ich hab Brot. Er war okay damit. Ich klinge wie eine Möwe. Aber das ist vielleicht pretty privileged. Kann man dir helfen? Nein, nur das Brot. Brot? Frischen Kaviar! Hey, ich glaube. Frischen Kaviar! Lachs gewöhnt! Ich hab gar keine Hand frei, ich kann das Brot nicht entgegennehmen. Sind die Kinder noch da? Das klappt nicht. Ich hab die Kinder, spielen die noch Fußball? Die Kinder sind noch da. Ich beginne zu hinterfragen, warum ich diese Leute gesucht habe. Ah, sehr gut. Es ging mir eigentlich besser, als ich einfach mit einem Haufen Frauen unterwegs war. So, also jetzt mal nicht alle gleichzeitig sprechen. Also klaust du jetzt das Brot oder nicht? Ich hab das Brot schon geklaut. Du hast das Brot schon. Ich meine, der Mann ist gerade im Chokeslam auf dem Boden. Hey, wir sind seit irgendwie gefühlt 30 Minuten einfach auf diesem Marktplatz. Ich glaube, es ist okay. Aber ihr habt schon ein bisschen Brot. Also das ist also mehr Fortschritt, als ich von euch gewöhnt bin. Okay, du hast das Brot und der Mann stöhnt so. Oh, mein Essen. Willst du eine Scheibe? Hilfe! Kann ich eine Scheibe abschneiden? Genau, gib dem was zu. Nein, wir machen das hier St. Martin-Style. Ich teile das Brot, bin ich Jesus. Könnt ihr metaphorisch analysieren. Brot. Warum brauchen wir Brot? Er spuckt dir ins Gesicht. Oh mein Gott. Es ist so wenig lecker. Das ist ein bisschen hate. Komme ich hier raus aus dem Halt? Also komme ich da entspannt raus oder ist der Hexenschuss so bitter, dass du, ich jetzt... Du rollst dich unter ihm weg und kannst jetzt wieder aufstehen, aber du hast schon noch sehr Schmerz und gehst... Okay. Was für ein Brot ist es? Schwarzbrot. Oh nee, ja, behalt das Ganze. Ich fange an zu heulen. Ich fange legit an zu, wegen dem Schmerz und wegen dem Schmerz. Aber jetzt ist es halt gebrochen, gell? Hey, was ist eure Mission hier? So. Okay, Grimmel, was tust du? Ja, ich war gerade noch bei den Kindern Fußball zugucken. War ein richtig gutes Spiel. Aha. Das Kind war sehr talentiert, das Mädchen war sehr talentiert, aber ich habe... Das Mädchen, ja. Genau, ja, das war halt ein, das hat im Verein gespielt, das haben wir gesehen. Ja. Aber spielt immer noch im Verein. Ich hab so halb mitbekommen, was da gerade passiert ist und ich schaue so dazu und so, ey Leute, Flip hat einen Job. Wir haben Forellenfilet, frischestes Forellenfilet am ganzen Flip hat einen Job. Guck mal, der verkauft Fisch. 2 Forellen zum Preis von einer. Das hätte ich unsere Chance abzuhauen und ihn hier zu lassen. Das ist ein befristeter Vertrag. Wir waren noch nie so nah dran, ihn loszuwerden. Er ist ein guter Freund von mir. Ich hasse ihn. Ja. Ich möchte bitte... Ich habe nur noch einen Schluck Alkohol hier drinnen. Das ist nicht gut. Was ist nicht gut? Meine geringe Menge an Drink. Schön. Oh wow. Während Flip am Schreien ist, dass es ganz viel Fisch gibt, Hat Flip schon was verkauft? Schaut, was macht der Verkäufer? Wie geht's dem? Der Verkäufer ist erstmal erfreut über deine Leidenschaft. Ja! Aber ich liebe Fisch! Aber er coacht dich auch so ein bisschen. Okay. Du nicht ganz so laut, nicht ganz so aufdringlich. Das megert Leute nicht. Was? Ihr könnt da gerne hinten Fisch ist der haben. Da hinten ist der andere Stand. Ein anderer Stand? Ja. Auch Fisch? Zwei Stand mit Fisch. Flip geht zum anderen Stand. Fisch. Und wer steht da? Ist da ein Verkäufer?
Da ist so eine mittelalte Frau mit ihrer Tochter, die lernt sie so ein. Okay, ja. Und die haben richtig gute, frische Sachen. Also du merkst, es ist besser als der Scheiß, den du verkauft hast. Er geht hin und... guten Tag, die Dame. Kann Damen? Ich Ihnen was verkaufen? Wir haben zum Beispiel hier Fischstäbchen. Die mag ich selber sehr gerne. Die sind paniert. Aha. Ja. Ich möchte gerne... oder geräuchert. Passen Sie auf, hier ist der Deal. Bitte? Ich hab ein wunderbares Angebot für Sie. Ja. Und zwar, sehen Sie den Fischstand da hinten? Ja. Ja. Ich würde Ihnen das ist dieser nervige Stefan. Ja. Ich hasse ihn. Ach, ja, ganz schlimmer Typ. Mit seinem Drecksfisch. Ganz schlimmer Typ. Er möchte seinen Laden an Sie verkaufen. seinen Stand. als Tausch müssen Sie nur... er möchte nur für einen Tag Ihren Fisch auch haben. Also Ihren Fisch, also ich möchte Ihr ganzes Sortiment, würde ich Ihnen jetzt abkaufen. Okay, gegen, du machst erstmal eine Probe auf Lügen. Gegen den das Stand. Das sind 3 W20-Würfel. Ja. Komm, einmal. Fuck! Was hast 19. du? 19. 5. 16. Ich kann nicht würfeln! Das klappt leider kann nicht. Kann das alles nicht mehr? Und in der konkreten Situation heißt das, du kannst leider nicht lügen. Das war so eine gute Lüge. Also sie merkt einfach, dass das Quatsch ist, was du redest, weil es einfach auch super unwahrscheinlich war. Und sagt so, bitte gehen Sie. Das glaube ich nicht. Okay. Das würde er nie machen. Ja, es tut mir sehr leid. Ich habe versucht, Frieden zu schließen zu schienen. Und ich Flip nimmt so 3 Fische unter die Arme und rennt zurück zu seinem anderen Fisch. Wie kannst du es? Sie holt so aus. Sie hat in der Hand... Also ich nimmt, bin auf der anderen Seite vom... Ja, das ist so ein Schritt lang, die Theke. Und sie versucht so nach dir zu hauen mit so einem Nudelholz, was da liegt. Warum hat ein Fisch da ein Nudelholz? Ich liebe sie auch, ein Applaus für Gwen Stacy, bitte. Die machen Fischpizza. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das war mit dem Niederschlag. Aber du bist zu so schnell weg. Sie hat ein Nudelholz. Aber du spürst so den Lufthauch am Ohr. So. Und dann möchte ich mit den Fischen zu Stefan, meinem neuen Chef, zum dritten Mal heute ruft jemand, haltet den Dieb! Haltet ihn! Ja. Und dann wird das so gehört. Und also die Leute haben irgendwie Mitleid, weil sie halt sehen, dass du wirklich Fisch geklaut hast und weil die Frau immer so nett ist an ihrem Stand und dann sind so 2 riesen breite Typen, stellen sich dir so in den Weg, du prallst dagegen und fällst hin und der Fisch entgleitet dir. Bock auf Forellen? Sie sind ein bisschen unschlüssig, weil der Fisch ist halt dreckig jetzt. 3-Sekunden-Regel auch schon vorbei. Jetzt wissen sie auch nicht weiter so. Sie heben dann trotzdem den Fisch auf. Ich beobachte das Ganze und ich renne zu Flip und sage, Flip, ja? Was sollte das? Du hattest einen Job. Wortwörtlich. Was soll der Scheiß? Außerdem müssen wir an unser Geld kommen. Ich habe versucht, da den Fisch von dem einen Stand zum anderen zu bringen, damit der besseren Fisch hat, weil der Fisch da drüben ist, der Scheiße. So wollte ich den guten Fisch zum schlechten Stand, damit der schlechte Stand zum Fisch hat. Deine Pläne sind etwas zu verkopft. Flip. Warum zünden wir nicht einfach beide Läden an? Hey, kommen die nicht klar mit irgendwie so 4 Stunden ohne Essen? Wer? Also warum klauen wir hier Brot und können wir nicht? Ja, also ihr habt nicht so viel gefrühstückt, ihr habt schon alle sehr, sehr viel Hunger. Hey, ja, du weißt, wie ihr über die Croissant. Vor allem braucht ihr halt Geld. Also ihr wart in so einem Gasthaus, habt da die Rechnung noch nicht bezahlt, habt da noch ein paar Sachen. So ihr habt da noch ein paar Sachen, die kriegt ihr halt nicht wieder, wenn ihr jetzt die Übernachtungen nicht bezahlt. Kann ich zu dem Gasthaustypen versuchen, ihn zu überreden? Ich habe das Gefühl, diese ganze... Das kannst du versuchen. Also der ist nur um 2 Straßenecken. Flip. Was ist das mit dem also, Vila geht zum Gasthaus. Das war eine scheiß Idee, Bruder. Ich muss los. Ich geh jetzt wieder. Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Ich stehe inzwischen mal langsam auf. Ist da irgendwo ein Physio auf dem Marktplatz? Also es ist so ein Heiler da. Ein Heiler? Der hat tatsächlich auch den Stand auf dem Marktplatz und der macht so Handauflegen. Handauflegen? Ja. Wo legt er die Hand auf? Sehe ich das von da? Bitte? Wo legt er die Hand auf? Sehe ich das von meinem Stand? Ja, Unterschied. Wo es halt wehtut. Sag mal, kennst du dich nicht aus mit Handauflegen oder was? Applaus. Ja, so ein bisschen Akupunktur macht er auch. Ich finde, du hast so viel Blut. Der sieht schon fake aus. Nee, ich sehe das und denke mir so, und dann schüttel ich mich leicht, knackt es einmal? Es knackt
Mehrfach. Mehrfach. Ja. Also habe ich es schlimmer gemacht? Ja. Ist mir egal, ich hüpfe auf einem Bein ihr nach. Okay, ihr ich habe das Gefühl, der Teil Gasthaus. Vom Publikum, aber der hier zuhört, realisiert, warum wir Physio, nie weit kommen. Ja, ich glaube, das wurde schon in den ersten 5 Minuten noch beim Physio? Nee, ich war nie beim Physio. Ich habe beim Physio nur hingeguckt. Ich habe jetzt mal gesehen, dass sie weggeht und dann gehe ich ihr hinterher. Okay, nicht alle gleichzeitig. Ist bei mir in der Nähe irgendwo so Streichhölzer oder so? Nee. So, kann ich würfeln, ob ich Streichhölzer sehe? Wir haben übrigens Streichhölzerverbot in diesem Podcast. Was? Wir haben das so oft schon versucht, Sachen anzuzünden. Es gibt noch keine Streichhölzer. Es gibt Feuersteine. Hast du schon mit hochwertigem Likör versucht? So, aber wir gehen jetzt erstmal mit euch zum Gasthaus. Yes. Wir gehen zum Gasthaus. Wir gehen jetzt zum Gasthaus, wo ihr übernachtet habt und wo noch ein paar Sachen von euch sind. Also ihr hattet leider das Geld und so hattet ihr dabei. Aber wieso halt, sagt es nicht keiner? So die ganz das schweren hat Thomas Sachen vorhin erzählt, aber ihr habt darüber geredet, Dinge anzuzünden und habt es nicht mitgekriegt. Guter Punkt. So, ihr seid jetzt beim Gasthaus, da ist ja jetzt Mittag, also es wird auch was serviert und so. Ja, warte, ist eine ziemlich herunter. Nur die zwei, ja, ihr könnt ja nachkommen. Ja, wir würden uns anschauen. Ich laufe doch vor, ich. Ja, also er braucht sehr lange. Ich will absichtlich Abstand von denen. Das ist so wild, ich verstehe gar nichts. Ja. Von mir auch. Hi. Du hast Abstand. Also die beiden gehen zum Gasthaus und wir beide, beziehungsweise einer. Was ist eigentlich bei ihm gerade mit dem Fisch? Was ist das Fischproblem? Das haben die zurückgebracht. Du hast den Fisch nicht mehr. Achso, und das heißt, er ist fein raus aus der Hose. Okay, er hat einen Fisch in seiner Hose gerettet. Ja, Fisch in der Hose. Wir haben einen Fisch. Ja, der erste Fortschritt. Ist das Lachs? Können wir den roh essen? Thunfisch kann man auch roh essen. Forelle. Fuck. Okay, gut, wir folgen Ihnen zum Gasthaus, also Sie gehen schon mal vor. Ja, also ich folge ganz, ganz vorne ist Vila, dann hüpft unser kaputter Zauberer hinterher und ganz hinten kommen dann der Ork und der Dieb. Ich humpel auch so ein bisschen wegen dem Fisch. Ich habe den Kids, die Fußball spielen, noch so Fistbump gegeben, weil ich die cool finde. Ja. Wir sehen so hintereinander, sehen das aus wie so ein richtig beschissenes Beatles-Cover. Ja. Hi, könnte es sein, dass wir eventuell noch ein paar Sachen hier gelassen haben? Ja, du siehst so an der Bar, siehst du so einen alten Mann, der putzt da so an Krügen rum mit so einem sehr schmutzigen Lappen, also es wird nicht wirklich sauberer. Im Gegenteil, es ist ziemlich eklig, aber ihr habt halt vorher auch schon nicht so viel Geld gehabt und okay, außerdem seid ihr geizig. Wie heißt der Laden? 089 Bar? Recht hat er. Also ja, und sie guckt dich ein bisschen wütend an, weil ihr immer sehr spät nach Hause gekommen seid, sehr viel Lärm gemacht habt und so. Hey, ich habe diese Leute seit Monaten Die sind schon nicht gesehen. Gut auf euch zu sprechen. Hey, ich wollte nur fragen, wäre es okay, wenn wir hoch in unsere Zimmer gehen? Wir wurden leider ausgeraubt auf dem Weg und wir haben leider gar nichts mehr. Und, habt ihr noch Geld? Nein, aber mein Opa hat so... Spricht der rückwärts? Mein kleiner Bruder ist wirklich sehr krank und seine Medikamente sind bei mir oben im Zimmer und wir wurden Er hört dir schon nicht mehr zu. Hey. Kann ich genau in der Sekunde reinkommen? Hey, nee. Ich lüge gerade so gut, Dude. Kann ich ihn erstechen? Ich habe einen Dolch. Gleich. Hey, ich höre Nein, das ist Chekhovs Pistole. Also, ja, genau. Also, oh mein Gott. Sandro hüpft auf die Tür zu derweil, aber du bist schon überholt worden von den beiden anderen, weil sie halt einfach schneller sind. Haben wir gehört, was sie gesagt hat? Also du bist jetzt der Letzte. Nee, niemand hat gehört, was sie gesagt hat. Die Tür ist auch wieder zugefallen. Und die nächsten beiden, die jetzt kommen, sind sie, aber du bist nicht viel dahinter. So, aber wir sind bei dir, du willst ihn erstechen. Dann würfel doch mal auf Attacke. Ein 620er. Mit deinem Dolch. Der arme Mann. 1W20 ist das, aber ich muss sie erstmal finden. 6. Ja, das klappt. Und jetzt wirf noch ein W6. Wie viel Schaden du machst? 2. Okay, 2+1. Du machst 3 Schaden. Also du triffst ihn nicht so hart, aber rammst ihm den Dolch schon in die Schulter. Und es fängt an zu bluten. Er ist völlig perplex, weil er einfach so über die Theke am helllichten Tag mit einem Dolch angegriffen wurde. Ich habe eine Weile eine Assassinen gedatet. Ja, okay, gut. Und zuckt dann so zurück und hält sich die Schulter. Wie viele Leute sind gerade dort? Es sind so 3 Leute ja, da. Okay. Die sind mir egal. So, jetzt kommen die anderen 3 rein. Okay. Flip sieht, was du da getan hast und sieht, dass es nur 3 Leute sind und zückt den Fisch und haut mit dem Fisch auf den Barkeeper.
Okay, Würfel auf Attacke. Ja, einfach auf Attacke. Erschwert um Fisch. Wie kann das sein? 19. Kann nicht sein. Der Fisch wird zum Mensch. Du haust mit dem Fisch daneben und triffst Vila am Hinterkopf. Hey. Mit dem Fisch. Er glitscht ab, macht keinen Schaden. Es ist wie Carpador, weißt vorsichtig. Du? Es ist wie Carpador. Wenn Carpador angreift, nichts passiert. Nerd-Referenz. Ja, genau richtig. Gibt's bessere. Okay, Grimmel, was tust du? Ich sehe das, bin ein bisschen genervt, dass sie jetzt auf einmal hier anfangen zu kämpfen, weil ich wollte wirklich nur schauen, ob die noch Frühstück haben. Nee, ist schon Mittag. Ja, scheiße. Ja, dann Brunch. Wer ist denn noch da? Also der Barkeeper ist da und welche anderen? Drei Leute meinst du? Ja, also zwei andere. Zwei sitzen zusammen so in einer Ecke, die also kriegen auch nicht so wirklich mit, was passiert, sind so ins Gespräch vertieft. Und ein anderer junger Reisender sieht, was passiert, aber man merkt, dass er sich nicht traut. Also er versteckt sich so ein bisschen unterm Tisch. Ich greife ihn an. Mit was? Du hast nichts. Mit der Faust einfach. Ja, mit der Faust. Mit dem Topf auf dem Kopf. Also ich möchte darauf hinweisen. Oh, kann ich ihn headbutten? Bitte was? Kann ich ihn so? Kannst du auch. Kopfstoß oder Faust? Hast du gerade auch Hulk Hogan gesehen, der hier vorbeigelaufen Kopfstoß, ist? Kopfstoß. Komm, mach mit. Doch, der ist das in dem Clone Wars Kostüm. Ja, genau. Kopfstoß. Okay, du machst einen Kopfstoß. Würfel auf Attacke. Attacke! Ist das eine 2 oder eine 5? Eine 2. Das ist eine 2. Das heißt, es klingt sehr gut. Dann würfel noch auf Schaden mit einem W6. Ja. 4. Okay, du machst 4 Schaden, du gibst einen Kopfstoß aufs Schlüsselbein, das Schlüsselbein knackst gleich. Das ist so der dümmste Körperteil, auf den ich jemanden headbutten kann. Schlag ihm in die Milz! Ja, schlag ihm in die Milz. Okay. Ich weiß nicht, wo die Milz ist! Und die Person kippt, also sackt so schräg vom Stuhl kann zusammen. Kann ich so rückwärts aus diesem Stress laufen und unser Zeug von Sandro, holen? Du bist dran. Ja, ich komme rein und sag so, hey, brauche ich jemanden Heiler auf dem Marktplatz? Das ist tatsächlich einer. Das ist ein Callback. Ich sehe das, also ich bin der Letzte, der reinkommt. Danke für die Humortheorie. Ich sehe quasi links ein gebrochenes Schlüsselbein. Erkenne ich auch, dass du siehst das nicht. Ja, aber ich habe ja das Knacken gehört, oder nicht? Nee, so laut war es nicht. War die Tür. So laut war es nicht. Okay, alright. Also ich habe aber gesehen, also es ich war nur so ein 2 Meter Schlüsselbein, Herr Spielleiter, das merkt man schon, oder? Nee, okay. Also ich habe schon sehr viele Schlüsselbeine gebrochen und das hat nie jemand gehört. Ja, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Dieser Mann ist Politiker. ich sehe das und sofern es meine Physis zulässt, laufe ich an diesem ganzen Gemurmel vorbei. Also du hüpfst sehr schnell. Ich mache zwischendurch so eine Bundesjugendspielrolle. So nach vorne, okay? Ja, und versuche, du machst die Rolle, aber kommst dann nicht mehr hoch. Hey, es ist auch shit. Und dann sitzt du so und kämpfst dich langsam wieder hoch, aber damit ist dein Zug auch vorbei. Ja, fick dich. Und wir sind ich bin 2 Meter weit gekommen. Ach Mann. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind bei Flip. Also ich weiß, ich glaube um 9 kommen die nächsten, also höchstens 10 Minuten. Was für mich heißt 6 Meter. Das reicht auf jeden Fall noch, um das erfolgreich zu Ende zu bringen. Ihr könnt wenigstens noch einen umbringen, also fertig umbringen. Vila ist wieder dran, oder? Ja, stimmt. Ja, wir sind jetzt im Combat quasi. Ja, das ist okay, ich werde gerne vergessen. Ihr kämpft gegen einen Barkeeper. Ja. Kann ich mich einfach so subtil rausschleichen und unser Zeug holen, während die Rambazamba machen? Wir machen jetzt Faxen. Also, ja, ihr macht Faxen und ich will an unser Zeug kommen. Also der Mann ist nicht so abwehrbereit. Es ist so die Treppe hoch, sind die Zimmer, da könntest du einfach hochgehen. Ja, eben, jetzt, so kann ich einfach hochgehen und unser Zeug holen. Du gehst hoch. Ich hole unser damit Zeug. Damit sind wir wieder bei Flip. feiner Herr. Also dein Fisch sieht ein bisschen lädiert aus jetzt. Ja, aber er ist noch da, oder? Er ist noch da, aber ich würde ihn nicht mehr essen und nicht nur, weil ich Veganer bin. Ich möchte so auf den Tisch klatschen. So. Feiner Herr, das mit der Dame, die kann nicht so mit ihrem... Es spritzt so. Die kann nicht so mit ihrem Dolch umgehen, aber... Achso, auf die Theke jetzt? Ja, auf die Theke. Okay. Ja. Wir sind ganz innovativ. Der persönliche Fischspring-Service von dem guten Stand da draußen Stefan. Mit den 2 Frauen. Nein, nicht der. Mann, nicht Stefan, das ist scheiße. So, wir bringen den Fisch zu euch nach Hause. Ja? Hast du Der Mann guckt einfach nur verständnislos. Er hat gerade erst so seinen Kater, ist er losgeworden, seinen Rausch ausgeschlafen und dann... Es ist das zu viel einfach jetzt. Du musst den Fisch nicht mehr holen, sondern der Fisch kommt zu dir. Feiner Herr.
Es ist wie Hello Fresh. Zwei Münzen. Aber im Mittelalter. Hello Fish. Hello Fish. Der Mann guckt dich verständnislos an. Zwei Goldmünzen machen es dann. Zwei Goldmünzen. Für die Lieferung. Liefergebühren nochmal eins, aber die Liefergebühren sind auf Nacken für den ersten Tag. Und das, zumal ja, sie auch gar nicht bestellt hatten. Ja, Leute, du spinnst wohl. Und sie kriegen nächste Woche einen Rabattcode noch. Dann 1, 2, 3 Fisch. Nein. Die erlauben mir so viel Zeit, um all unser Zeug einzupacken. Also die Sache ist halt, sie haben den Fisch jetzt schon hier. Schauen Sie sich den Fisch mal an. Den kann ich immer wieder mitnehmen. So, also ist ja okay, Sachen zurückgehen zu lassen, aber nicht, wenn sie so aussehen. Der Herr. Also, das ist jetzt. Sie bringen mich jetzt echt in eine Bredouille. Also entweder nehmen Sie den Fisch jetzt, geben mir mal zwei. Mach mal eine Goldmünze wegen der Mann. Der Mann versucht so, Zeichen zu geben an euch vorbei, zu den zwei, die hinten in der Ecke sitzen. Also er winkt sehr stark und ruft immer wieder und die gucken jetzt langsam her. Die gucken jetzt langsam her und zögern noch ein bisschen, aber stehen dann auf und kommen langsam auf euch zu. Du diskutierst immer noch über den Fisch. Dann sind wir bei Grimmel. Habe ich den Typen ausgenockt? Nee. Von gerade? Aber ist er gerade agil? Also er sitzt so am Boden jetzt. Okay, ich möchte ihn durchsuchen, weil ich glaube, dass er uns ausgeraubt hat. Okay, also du durchsuchst die Person, sie wehrt sich nicht. Also er ist die Person, sie... Ja, aber der war verdächtig. Weil zu ausgenockt und also du findest so einen kleinen Lederumschlag mit zwei Silberlingen und ein bisschen Kupfer. Ja, passt doch. Das ist so wirklich viel mehr hatten wir ja auch nicht. Noch so ein Dokument. Oh, ein Dokument, was steht da drauf? Ja, halt so ein antiker Reisepass halt. Oh, welches Land? Ja, Güldenland. Wusste ich's doch. Ha! Du sprichst mit jemandem Hund! Er ist ein Schläfer. Ich zucke, weil das alles ist, was ich kann. Übrigens, ich wollte darauf hinweisen, du hast immer noch nicht gezaubert. Ich bin... Probier's. Also zaubern ist so viel cooler, wenn man liegt. Das ist so. Okay. Nimmst du das jetzt an dich? Ja, klar. Okay, und cool. Ich trete ihn noch. Damit habt ihr zwei Silberlinge, ein bisschen Kupfer, einen Fisch und die Sachen, die Vila gerade wieder mit runterbringt. Und, könnt ihr glauben, dass ich nur Gast in diesem Podcast bin? So, ich bin die Einzige, die hier Dinge tut. Irgendjemand muss die Handlung voranbringen und dass die beiden es nicht sind, wissen wir alle. Ja, eh. So, Sandro, du stehst wieder und ich stehe wieder. Jetzt, du kannst was tun. Haben wir schon mal das geschafft, das ist doch sehr gut. Ich gucke mir die ganze Szenerie an und ich möchte zaubern. Du möchtest zaubern? Ich möchte zaubern. Was möchtest du denn machen? Ich habe einen Zauberspruch namens Handlungszwang. Ja. Ja? Das ist, was ich mache, immer wenn ich rede. Ja. Funny. Meine Idee ist, dass ich mir den Barkeeper schnappe und ihn zu einer Handlung bringen möchte. Ja. Was muss ich würfeln? Das schaue ich gerade nach. Jede Woche. Das könnte also jetzt gerade schon mal 3W20 würfeln. Ja. Auf Klugheit, Charisma. Okay, eine 11. Ja. Eine 15. Oh je. Und eine 1. Die 1. Das ist die erste 1 heute. Dein Zauberspruch gelingt. Du schnippst mit dem Finger und siehst, wie seine Augen glasig... Darf ich es entscheiden, was der Mann macht? Ja, ja, aber ich beschreibe es. Du siehst, wie die Augen glasig werden und der Blick so ins Leere geht. Okay. Und er schlaft so ein bisschen. Hey, also ich bin echt froh, dass er es geschafft hat, zu zaubern. Bitte? Aber ich habe schon unser Zeug. Das ist doch ihm egal. So. Ich Zauberspruch funktioniert, ich stehe auf. Und jetzt kannst du ihm Kommando geben. Ich möchte ihm sagen, steh bitte auf und stell dich zwischen unserem Trupp und allen anderen Gästen und sage, das sind nicht die Bösewichte, nach denen ihr sucht. Okay, er geht. Und dann soll er mir einen Kuss geben. Er geht. Dir? Ja. Okay. Er geht um die Bar rum, stellt sich dahin und sagt... Das sind nicht die Bösewichte, die ihr sucht. Und dann gibt er dir einen sehr feuchten Kuss mit sehr viel Mundgeruch. Und das war Taugenichts und Tunichtgut, wie die Geschichte weitergeht.
Das. Nächster Podcast ist dann die Love Story zwischen uns. Wir machen dann Spin-off, fliegen in die Toskana. Wir konnten uns nicht mal D&D kennt leisten. Kennt ihr die Verfilmung von Mamma Mia? Das ist unser Podcast jetzt. Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr vielleicht, wenn ihr uns verfolgt. Taugenichts und Kuh nicht gut. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid nicht nur hier, weil es draußen regnet, aber das ist auch ein sehr guter Grund, den ich nachfühlen kann. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier Platz machen für die Nächsten. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das war GameStar. Und wir freuen uns, glaube ich, sehr drauf, jetzt noch ein bisschen uns unter die Menge zu mischen. Wir waren GameStar. Ja, genau, wir waren GameStar, featuring ProSieben und Sat1. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, dass ihr alle hier seid. Danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön.